herzlich willkommen zur 9. Folge von Das Einhorn-Imperium. Und wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar mal Munition hier. Ich habe da Metall frisch hineingelegt. Also, hey. Das Ganze da. Da werde ich mal die Kohle rausnehmen. Wir machen einfach so direkt weiter. Da habe ich auch nicht viel, okay. Aber Metall nehme ich mir auch gleich. Da habe ich auch noch was gehabt, genug sogar. Ein Stück Kohle, ein Stück ist besser als kein Stück. So, das nehmen wir alles mit. Genau, und Metall. Metall, Metall, Metall. Da kann man nie genug haben. Verrottetes Fleisch habe ich auch. Narkosemittel wäre vielleicht nicht schlecht. Ein bisschen was, weil ich habe alles an Narkosemittel habe ich zu Pfeile, also zu Betäubungspfeile verarbeitet. Und es wäre, denke ich mal, geschickt, Narkosemittel noch zu haben. Aber ist ja egal. Munition. So, die Waffe haben wir ja letzte Folge schon gecraftet. Entschuldigung, Leute. Die Waffe haben wir letzte Folge schon gecraftet und jetzt machen wir mal ein bisschen Munition. Ich denke, alles gleich. So viel Schuss. Betäubung, genau. Diese hohen Petis, die könnten wir ja, weil wir haben ja in einer Folge, ich weiß jetzt nicht in welcher Folge das war, wollte ich ja ein Peti zähmen, aber mit den normalen Betäubungspfeile geht es nicht. Ich denke, da wäre es nicht schlecht, wenn ich diese Trank Darts dazu habe. Ich denke, dass es dann funktionieren könnte. Mal schauen. Wir sammeln einfach mal ein bisschen an Narkobären. Vielleicht finden wir auch mal einen Trike. Egal, das lassen wir mal. Ein Trike, der für uns dann ordentlich farmen kann. Weil ich der Trike ist, denke ich, ein bisschen gemütlicher auch von der Steuerung her beim Bärenfarmen. Gefällt mir ein bisschen besser als das Pferd oder als unser Einhorn hier, als Regenbogen, Entschuldigung. Ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall wird das Projekt noch länger gehen. Die Kurve packt da nicht auf schnell, da muss man langsam. Auf jeden Fall wird das Projekt ein bisschen länger gehen und da werden wir sicher noch einiges machen. Vielleicht werde ich den Server, wenn ich mich bei Folge 100 oder so, denke ich mal, dass ich mal den Server auf öffentlich stellen werde. Aber das ist noch nicht fix, Leute. Ja, weil ich wurde gefragt, ob man auch auf dem Server spielen kann. Zurzeit nicht, solange ich mein Projekt hier mache. Aber früher oder später denke ich mal, dass es für die Community zugänglich sein wird. Aber fragt mich nicht genau wann. Ja? Also frühestens Folge 100, Leute. So, wir haben ja einen Community-Server, wo ihr drauf spielen könnt und deswegen denke ich mal, ist es nicht so tragisch. So, dann sammle ich das mal alles ein hier und bin überladen, oder was? Okay, Einhorn braucht wieder was. Und zwar, wir haben ja gesagt, beim Einhorn nehmen wir nur Nahkampfschaden und Leben, damit wir auch die großen Tiere betäuben können. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. So, er ist ja sowieso kein... ich kann auch Skillpunkte vergeben. Und zwar ein bisschen was an Leben. Ihr seht, Leben habe ich verdoppelt. Ja, jetzt habe ich 20 Gesundheit dazu bekommen. Die Ausdauer habe ich nicht verdoppelt. Da habe ich jetzt nur 10 bekommen. Was habe ich noch verdoppelt? Ich habe die Traglast habe ich höher gestellt. Ich denke, das habe ich mal 5 eingestellt. Mal schauen. Ja, er schaltet da direkt um. Genau. Also ich habe es da um ein bisschen höher gestellt, aber auch nicht gravierend hoch. Was habe ich noch hochgestellt? Ihr seht ja, handwerkliches Geschick. Ich kann jetzt leider nicht drauf scrollen.
Handwerkliches Geschick habe ich hochgeschraubt, Resistenz habe ich auch hochgeschraubt. Aber alles halt, ja, handwerkliches Geschick ist schon ein bisschen übertrieben hoch. Aber ja, ich will da nicht ständig ewig brauchen, bis irgendwas einmal gecraftet ist. So, dann wollen wir mal hier ein paar Narkobären. Genau, und einer hat mir wurde geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht den Namen, dass ich mir die Bären und so aufbewahren soll. Aber wenn ich mir diese ganzen Bären hier aufbewahren würde, ja, erstens hätte ich keinen Platz mehr dafür. Deswegen schmeiße ich das Ganze auch raus, weil ich eben die jetzt noch nicht brauche. Weil wenn ich die brauche, brauche ich, schaut, ich war jetzt 5 Minuten unterwegs, nicht einmal, ja, 3 Minuten oder so, und habe direkt so viel gefarmt. Und deswegen brauche ich die Bären nicht wirklich jetzt. Und das ist der Grund, warum ich die Bären halt wegschmeiße. Ja? Und mir wurde auch gesagt, ich soll damit Farben herstellen für mein Häuschen oder für die Waffen oder was auch immer. Aber Leute, ich möchte mal die elementarsten Dinge hier im Game machen und dann kann ich mich um Schnickschnack kümmern. Ja? Ich meine mit Schnickschnack Sachen anmalen. Und also meine Waffen, das Haus oder was auch immer, das werden wir auf jeden Fall in ein, zwei, drei Folgen machen. Ich möchte da auch ein bisschen diese Leinwände und Flaggen möchte ich bemalen, aber das kommt halt, ja. Alles nach der Reihe. So, das hauen wir mal rein. 45 können wir machen. Ich brauche ein bisschen dann Fleisch. Warte mal, so, okay, das machen wir mal. Warte mal, die haben, ich weiß nie, okay, die seltenen Pilze haben Spoiltime und die seltenen Blumen nicht. Ich vertue mich da jedes Mal. So, die Spezies Y-Pflanzen, also die Samen, packen wir auch mal hier rein. Die seltenen Pilze natürlich auch, damit sie noch länger halten. Sie halten in meinem Inventar schon über 2 Tage, fast 3 Tage. Und in der Räucherkammer halten sie fast 30 Tage. Ja, das ist schon ein guter Unterschied. So, da haben wir das Fleisch reingepackt, irgend da war das, genau. Das holen wir auch gleich rein und in. Ah, das kann ich im Inventar lassen. Werde jetzt dann mal Hunger kriegen. Ups. Das nehmen wir auch. Können wir gleich Schießpulver noch ein bisschen herstellen, weil soviel ich weiß, müsste noch ein bisschen Zündpulver drinnen sein. Ja, genug sogar. Also, was heißt genug? Genug, um etwas zu craften. So, da haben wir auch noch ein bisschen was, oder? Ja, haben wir. Das machen wir auch mal. So, gut, die Munition müsste auch schon fertig sein. Schauen wir mal. Jawohl. Wie viel? 58 Stück. Coole Sache. Wir nehmen das mal raus. Und die Flinte. Oh, jetzt haben wir eine Flinte. Jetzt sind wir cool. So, die Flinte daher. Das Fleisch könnte ich eigentlich. Oder na, ich packe die Karotten hier rein, die halten dann lang. Und falls ein Pferd wieder vorbeikommt, dann hole ich mir das Pferd einfach. Ich denke, so wäre es geschickter. Genau, ich wollte ja. Das ist eine blöde Idee von mir. Ich wollte nämlich Betäubungsdarts, also die Trank-Darts, wollte ich machen für die Flinte. Aber zuerst muss ich die mal finden, die Betäubungspfeile. Gibt's, kann ich die überhaupt schon erlernen? Habe ich das jetzt übersehen? Ja, ich bin da so blind in dem Menü. Betäubung. So, bitte. Oh, okay. Das dauert noch. Wow, das dauert noch lange. Verdammt. Verdammt, verdammt. Das dauert wirklich noch lange. Aber bis dahin werden wir sicher neue Munition gecraftet haben. Das nehmen wir einfach mal alles. So.
gehe noch mal ein bisschen, na, wie heißt das Zeug? Zündpulver machen und dafür brauche ich mal Feuerstein. Da fahren wir mal alles ab, was wir da finden. Solange wir tragen können. Warte, Traglast könnte ich trotzdem noch ein bisschen hoch machen. Warum denn nicht? So. Sind eh schon Level 44. Level 44 und noch kein einziges Flugtier. Kommt schon, kommt schon. Ist nicht das Wichtigste, glaube ich. Aber es ist schon wichtig. Feuerstein, Feuerstein. Da legt man direkt was nach, dass wir immer das haben, was wir brauchen. Daher auch dieses ewige Farmen und Craften. Hat sich das gereimt? Hat sich das gereimt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Na, haut zu. Ein bisschen was geht noch. Ah, okay, das ist so ein Keinstein. Kennt ihr die Keinsteine? Die man nicht abernten kann, die Keinsteine. So, schneller. Ja, laufen kann ich jetzt nicht. Hey, Mann, das ist so kacke immer. Nicht genügend Ausdauer. Okay. So, dann mal alles rein hier. Oh, und 40 Metall. Nice. Das starten wir gleich. So viele Steine brauchen wir hier nicht. Das meiste, das ist glaube ich 2 zu 1. Metall sage ich, Stein ein Stück und Feuerstein zweimal. Ah, dann drück doch drauf, wenn du schon dort bist. Gut. Dann klafte mal. So, 100 Stück wieder. Das nehmen wir. Und gleich wieder. Habe ich noch Kohle? Wenn nicht, nein, habe ich nicht. Aber im Schmelzofen und in der Feuerstelle. Oh, ey, 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 was ist denn? Jetzt hat es mich durch den Mörser und Stößel aufs Feuer drauf, oder wie? Oder was? Es ist ja eine Frechheit. Eine Frechheit! Ey, darf ich bitte rein? Dankeschön. Habe ich da noch ein bisschen was? Jo, 19 Stück ist nicht viel, aber wie ich schon mal gesagt habe, besser als ein Stein am Schädel. Oh, Metall kann ich auch direkt reinpacken. Siehst du? Mitdenken, mitdenken! Hier war das. Okidoki, und Schießpulver. Haben wir da Platz? Nein, haben wir nicht. Ah, doch, doch. So. Läuft ja, läuft ja. Und da habe ich noch meinen Platz. So. Dann noch ein bisschen Stein, das fehlt noch, glaube ich. Komm, rein mit dir. Okay. So, das ist einmal, glaube ich, genug. Narkosemittel haben wir 45 Stück. Packen wir direkt da rein. So. Ja, ich würde sagen, Leute, für die Folge 9 ist hier Schluss. Und wir hören uns dann bei Folge 10. Bei Folge 10 werden wir uns ein paar Tiere holen, um verdorbenes Fleisch zu kriegen. Und natürlich, dass wir uns noch ein bisschen Fleisch grillen können. Na gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.